Ich hatte eben Gelegenheit, schon mit dem noch Generalsekretär und wahrscheinlich auch zukünftigen Generalsekretär Lars Klingbeil zu sprechen. Und ich habe ihn gefragt, ob er eigentlich schon einfachere Parteitage erlebt hat. Es ist jetzt mein vierter als Generalsekretär in 2 Jahren. Also das ist schon, glaube ich, eine beachtliche Zahl von Parteitagen. Aber natürlich ist das hier ein ganz besonderer. Wir haben jetzt einen spannenden Prozess hinter uns. Wir sind einen neuen Weg gegangen bei der Frage, wer künftig die Partei führt. Und das ist jetzt ein Abschluss, aber vor allem ist es ein Aufbruch in eine neue Zeit. Und ich gucke mit Spannung auf diesen Parteitag. Wo steht denn die Partei nach diesen 6 Monaten jetzt? Ist sie nicht fast noch ein bisschen gespaltener als vorher in das linke Lager, sage ich mal, das gerne aus der Regierung austreten würde und das Lager, das gerne weiter mit der Union zusammen regieren möchte? Na, erstmal hat die SPD die letzten Monate gezeigt, wie sie intern mit Leidenschaft diskutieren kann. Ich habe das auf 23 Regionalkonferenzen erlebt, dass das doch kontrovers, aber eigentlich immer geschlossen diskutiert wurde. Und was wir jetzt seit Samstag, seitdem feststeht, dass Norbert Walter-Borjans, Saskia Esken die Partei führen, was wir seitdem erleben, ist ja der Versuch, auch wirklich auf diesem Parteitag die Partei zusammenzuführen, deutlich zu machen, dass es Unterschiede gab, aber am Ende eint uns auch ganz vieles. Und das wird, glaube ich, auch das Signal, was von diesem Parteitag ausgeht. Jetzt ist der Leitantrag ja aber trotzdem etwas weniger, nenne ich es mal, radikal, als man vielleicht hätte erwarten können, wenn man Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zugehört hat. Es gibt einen Gegenantrag, einen Initiativantrag der Linken, die sagen, nee, wir möchten jetzt aber doch über Ja oder Nein GroKo abstimmen hier. Warum tun Sie sich so schwer damit, den Parteitag das abstimmen zu lassen? Also das wird ja abgestimmt, da gehe ich mal von aus, dass es heute in irgendeiner Art und Weise auch zur Abstimmung kommt. Aber das, was doch klar wurde, der Weg der beiden neuen Vorsitzenden, Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans, zu sagen, wir haben vieles Gutes erreicht in dieser Regierung. Wir schärfen jetzt nochmal nach in der Frage, was wollen wir eigentlich erreichen und was sind Punkte, für die SPD auch wirklich steht. Und darüber werden wir jetzt Gespräche mit dem Koalitionspartner führen. Das ist, glaube ich, das Normalste der Welt. Ich glaube, dass ganz viele Menschen nicht verstehen würden, wenn die SPD auf einem Bundesparteitag entscheidet, wir gehen raus aus seiner Regierung, wir drücken uns weg vor Verantwortung. Also wir haben auch bewusst Verantwortung übernommen, als Herr Lindner damals weggerannt ist, als Jamaika geplatzt ist. Und von dem Weg sollten wir nicht abweichen, dass wir deutlich machen, wofür steht die SPD. Was können wir uns vorstellen, jetzt in den nächsten 2 Jahren noch zu erreichen? Oder was kommt vielleicht ins nächste Wahlprogramm? Da ist der Leitantrag heute wirklich ein ganz wichtiger Meilenstein und setzt noch mal sehr stark auch sozialdemokratische Akzente. Ich bleibe noch mal bei dem Bild, dass die Partei, vielleicht auch der Parteitag, ein bisschen gespalten ist. Es hat ja immerhin nur knapp die Hälfte eben für dieses neue Duo gestimmt. Was erwarten Sie für ein Signal von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans jetzt hier auch beide Seiten sozusagen mitzunehmen? Also ich weiß gar nicht, ob dieses Spaltungsbild so stimmt und das höre ich jetzt seit Monaten, aber am Ende werden Sie hier auf dem Parteitag eine Partei erleben, die geschlossen in die Zukunft geht. So, das ist doch aber völlig normal, dass Parteien intern diskutieren, dass man auch mal ringt, dass man streitet. Ich finde, sowas müssen wir auch wieder lernen. Das darf nicht immer das Bild einer zerrissenen Partei sein, wenn man mal Fragen klärt. Es ist doch klar, wenn man nicht im Hinterzimmer entscheidet, wenn nicht 2, 3 Leute entscheiden, dass dann noch mal eine Kontroverse da ist. Das war auf den Regionalkonferenzen so, das war bei der Mitgliederbefragung so. Jetzt gibt es ein Gewinnerteam, die haben knapp gewonnen und die haben ganz klare Signale auch gesendet, dass sie die andere Seite einbinden. Clara Geiwitz wird als Stellvertreterin kandidieren. Es gibt jetzt andere Kandidaten noch, die auch dann für den erweiterten Parteivorstand kandidieren. Also da gibt es ganz viel aufeinander zugehen und das ist das, was ich mir von meiner Partei wünsche und wo ich nochmal auch glaube, das wird das Signal dieses Parteitages sein. Eine Sache gibt es allerdings, bei der es keine große Einigkeit gibt. Es gibt eben einen Platz im Parteivorstand, stellvertretender Parteivorsitzender, wo es eine Kampfkandidatur geben wird zwischen Hubertus Heil und Kevin Kühnert. Ist das so klug, dass einer von den beiden hier als Verlierer rausgehen wird? Also wir haben entschieden, dass wir die Zahl der Stellvertreter reduzieren wollen. Das wird ja heute erstmal beschlossen. Jetzt gibt es zwei starke Persönlichkeiten, die sich bewerben, auch um diesen freien Platz. Und das gehört zu einer Demokratie dazu. Die werden jetzt wahrscheinlich beide kandidieren. Dann gibt es ein Ergebnis, dann gibt es den Handshake und dann geht's weiter. Sie sagen wahrscheinlich, wissen Sie schon mehr als ich? Nein, das weiß ich nicht, aber natürlich kriege ich mit, dass es jetzt auch Diskussionen gibt. Die Partei ist sich einig, dass wir einen starken Arbeitsminister Hubertus Heil brauchen. Die Partei sagt natürlich auch, dass Kevin Kühnert jemand ist, der die Partei sehr stark prägt, in den ganz viele Hoffnungen auch gesetzt werden. Wir sind sehr froh, dass wir ihn haben. Und ich treffe gerade ganz viele, die sagen, eigentlich brauchen wir beide. Und da gibt es Gespräche drüber, aber mal gucken, wie sich das heute im Laufe des Tages alles entwickelt. Wir sind gespannt. Bei Phoenix werden wir es sehen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.